Hallo und herzlich willkommen zur kreativen Auszeit mit Sigrid. Ich habe von einigen gehört, dass sie sich wünschen, dass ich mal ein Projekt bastel, bei dem die Big Shot nicht benutzt wird. Ich muss gestehen, das ist mir verdammt schwer gefallen, weil die Big Shot so sehr zu meinem Inventar gehört, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenke, dass das vielleicht einige nicht haben könnten. Aber zu meinen letzten Sammelbestellungen habe ich ein Goodie dazu gelegt, das ich tatsächlich mal ohne Big Shot gemacht habe, nur mit dem Papierschneider und mit verschiedenen Stanzen. Und das möchte ich heute mit euch basteln. Hier seht ihr das Goodie. Und das ist zum einen ein bisschen besonders, weil ich hier die Ecken mal ein bisschen anders gemacht habe. Es ist dreieckig und es ist in der Mitte zum Aufziehen. Und um euch zu zeigen, wie ich das gemacht habe, zoome ich euch jetzt natürlich wie immer ran und wir basteln gemeinsam. Ich zeige euch das Goodie hier nochmal. Ihr seht, hier ist das ein bisschen anders. Hier habe ich das Innenleben mit der Rückseite von dem Papier gemacht. Ich finde das dann halt ganz nett, weil erstens dann auffällt, dass da noch was anderes innen drin ist und zweitens ist es halt einfach ein bisschen peppiger. So, und dann zeige ich euch jetzt mal, wie ich das Goodie gemacht habe. Als erstes braucht ihr drei Papiere, die müssen 10 cm mal 6 cm breit sein, groß sein. Das innere Papier, also für das kleine Dreieck innen, müsst ihr bei 2,9, 5,8 und 8,7 cm falzen. Und das könnt ihr dann direkt auch schon einmal zusammenkleben. Dann werden diese beiden Papiere genau gleich gefalzt und zwar einmal in dieser Richtung bei 3, 6 und 9 cm und dann noch einmal auf dieser Seite bei 2 cm. Also ich wiederhole noch einmal 3, 6 und 9 cm und noch einmal bei 2 cm. So, ich zoome euch mal kurz ein bisschen ran, denn jetzt brauchen wir als nächstes einen Lineal und einen Bleistift. Und zwar drehe ich das jetzt mal um, damit ihr das besser sehen könnt. Knick das mal kurz an den vorgefalzten Linien. Und zwar habt ihr jetzt hier immer die Seiten des Dreiecks und jetzt muss auf jeder Seite eine Markierung in der Mitte gemacht werden. Das heißt, wenn man jetzt von der Kante ausgeht, ist das einmal bei 1,5, einmal bei 4,5 und einmal bei 7,5 cm. Und das natürlich hier bei diesem zweiten Papier ganz genauso. Also bei 1,5, 4,5 und 7,5. So, und jetzt müssen immer diagonale Linien gezogen werden. Und zwar einmal von der Markierung zu dem Knickpunkt hier, also zu diesem Kreuzungspunkt. Ich knicke es nochmal nach. Da muss das immer rübergezogen werden und in die andere Richtung genauso. Ich mache das jetzt einmal mit Bleistift, damit ihr das besser sehen könnt, wie ich das meine. Normalerweise mache ich das direkt mit dem Falzbein, weil das hinterher auch geknickt werden muss.
So, und dann auch noch einmal in die andere Richtung. So, das heißt, ihr habt jetzt dann auf dem Papier hier diese Zickzacklinien. Ja? So sollte das dann aussehen. Und jetzt müssen die noch ein bisschen eingeschnitten werden. Und zwar fange ich jetzt einmal hier an dieser Klebelasche an. Das obere Stück kann nämlich weg. So, dann schneide ich hier an den geraden Linien ein bis zu dieser Querlinie und dann müssen noch einmal hier die Dreiecke weggeschnitten werden, aber immer nur jedes zweite. Also wichtig ist dabei auch, dass ihr darauf achtet, dass es immer dieselben sind, die weggeschnitten werden, weil die anderen, die übrig bleiben, gleich die Klebelaschen sind. Und damit man das einfacher knicken kann, ziehe ich das jetzt nochmal mit dem Falzbein nach. Je sauberer ihr arbeitet, desto schöner wird natürlich hinterher die Box, wie immer. So. So. Und jetzt muss das hier natürlich einmal geknickt werden, beziehungsweise es muss natürlich andersrum geknickt werden. Aber ich glaube, so kann man das ein bisschen besser sehen. So. So, und dann knicke ich das immer ein bisschen nach außen, zeige ich euch gleich warum. Aber ich klebe jetzt erstmal hier die Runde zusammen. Hier ist meine Klebelasche. Dann wieder mein Kleber. So. Und jetzt muss das hier oben natürlich noch zusammengeklebt werden und deswegen halt so ein bisschen nach außen, weil man dann den Kleber einfach hier besser auf die Fläche machen kann und sich das dann gleich auch viel besser zusammen machen lässt. Also beim Zusammenmachen müsst ihr natürlich jetzt aufpassen, dass noch alles aneinander vorbeigeht. So, ich hoffe, man konnte das jetzt sehen. Und dann muss von innen einmal noch entsprechend nachgedrückt werden, sodass das dann hoppla, auch schön aussieht. Also ihr könnt das jetzt sehen, hier ist die Kante jetzt dann auch sauber zusammengeklebt. So, und das gleiche natürlich jetzt nochmal mit dem zweiten Stück Papier. Also als erstes mache ich meine Markierung bei 1,5, 4,5 und 7,5. Dann ziehe ich hier wieder meine Markierungslinien. So. Und in der anderen Richtung mache ich das jetzt gleich schon mit dem Falzbein, denn ihr habt ja eben gesehen, wie das gemacht wird. Und das brauche ich dann ja gleich wieder geknickt. So. Und schneide das natürlich auch wieder genau so ein. Hoppla. So. So. Und dann muss ich es auch wieder knicken, wie vorhin auch. Was übrig geblieben? Na, so. Okay. So. Und auch das kann ich dann jetzt einfach zusammenkleben. Ich knicke das hier wieder nach hinten und klebe dann als erstes meine Lasche hier. So.
und dann hier oben noch die Flächen. So. So, und dann muss ich jetzt noch einmal wieder hier von innen nachdrücken. So, dann habe ich jetzt hier mein Innenteil. Das kann ich jetzt schon mal reinstecken. So. Und hier natürlich auch. Also ich achte auch dann immer darauf, dass ich hier diese Klebeseiten alle auf einer Seite habe, einfach damit es hübsch aussieht. So, und jetzt ist das Grundgerüst der Box dann soweit fertig. Jetzt brauche ich noch meinen Spruch und dafür habe ich jetzt den Spruch hier aus diesem Set Populär zum Genießen und den stempel ich jetzt einfach mal hier in die Mitte. Das ist jetzt zwar eine Farbe, die es nicht mehr gibt, hoppla, aber das hat ja jetzt nichts zu sagen. Ich habe die jetzt genommen, weil die halt gut zum Designerpapier passt. So. Das kann ich auch schon wieder zumachen hier. Und dann habe ich noch den Wellenkreis, den ich mir dann jetzt noch passend stanze. Und dann kann ich das jetzt auch zusammenkleben. So. Damit es noch ein bisschen hübscher aussieht, nehme ich mir noch mal die Farbe und stanze mir hier noch zwei von den neuen Blättern. Ach, da liegt er. Und dann klebe ich das jetzt einfach hier an den Kanten auf. So. Und wenn ihr jetzt das Label aufklebt, müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr nicht hier auf diese Klebekante klebt. Und ich mache das dann ganz einfach, dass ich meinen Dimensional einfach jetzt hier hinklebe, weil ich da ja sehen kann, dass er mich da nicht stört. Und dann lege ich das Label einfach drüber und weiß, dass ich jetzt die Box ungehindert immer auf und zu machen kann. Schön, dass du heute bei der kreativen Auszeit wieder dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Bis bald!